Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit Rekus und Zellos. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. Wir zocken mal ganz normal, wie immer. Ja. Nichts Besonderes. Das ist Beleidigung. Ist eigentlich unsere Lieblingsart, einfach nur ein normales Race ohne Fight oder so. Ich weiß nicht, Arena mit Arena werde ich nicht warm, muss ich sagen. Das ich auch nicht. Nicht so. Ich werf's ab und zu ganz gern mal ein, damit es in der Playlist auch ein paar Mal drin ist. Mhm. Aber. Ja. Aber ich finde das eigentlich schön klassische Rennenfahren, fand ich am meisten. Ja, ich finde in dem Spiel ja auch 150 besser als 200. Gut, 200 ist schneller und spannender und so, aber ja, weiß ich nicht. Mhm. Die Strecken sind halt nicht dafür ausgelegt. Und Phoebe hat einen Führerschein, okay. Verdammt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja nicht so gut. Das ist auch noch für Mario Kart dann? Oder? Welches ist denn das erste Auto, was du fahren wirst? Phoebe. Porsche. Ganz entspannten Porsche. Ganz entspannten Porsche. Das ist auch egal, wenn der kaputt. Das ist auch egal, wenn der kaputt halt geht oder so, ja. Also ja, Schäden Ersatz, sind normal. Ersatz Porsche in der Garage. Ja. Als Zweitwagen kann man mal so einen Porsche. Lamborghini ist auch ganz gut, aber den würde ich mir eher so als Drittwagen zulegen, glaube ich. Würdest du einen Porsche in einem Lamborghini vorziehen? Ja. Freundschaft beendet. Als erstes hätte ich wahrscheinlich einen Audi R8, so als Erstwagen. Könnte ich mitleben. Was fahrt ihr jetzt gleich nochmal für ein Auto? Audi R8. Nein, in Wirklichkeit? Ja. Skoda Fabia Kombi. Okay, das ist ein Unterschied, denke ich. Ja, aber nicht so groß. Was fahrt ihr für Autos? Ich weiß es, aber er sagt es trotzdem mal fürs Video. Der riesige VW Polo, ein Geländewagen seinesgleichen. Also. Von Opel Astra. Ja, das ist doch jetzt nicht so viel schlechter als ein Lamborghini, oder? Hallo? Nee, überhaupt nicht. Das Ding hat Vollausstattung, hat 150 PS. Hallo, mein VW Polo hat 3 Becherhalter, ja? 3! Und mein Skoda hat 3 PS. 3 PS! Nein, ich weiß nicht, wie PS der hat. Ballade. Aber mehr als 3 werden es wohl sein. Jahre alt. Das ist ja noch ein neues Auto quasi. Ja. Boah. Ich musste mir den ja neu holen. Ich hatte ja vorher... Also ganz vorher, wir können ja mal über unsere Autos reden in der Party. Mhm. Ich hatte zuerst einen Opel Corsa als Gebrauchtwagen, der schon 10 Jahre alt war, als Einstiegsauto. Okay. Aha. Also als ich halt 18, 19 oder so war. Okay, da hatte ich einen Fiat Punto zu der Zeit. Dann hatte ich einen Suzuki Swift, richtig geiles Auto, bis auf den Kofferraum. Und jetzt so ein Skoda Fabia Kombi, weil der Suzuki Swift hat einen Getriebeschaden und das wäre teurer, den zu reparieren gewesen, als ein neues Auto zu kaufen. Daher. Da hat schon 3 oder 4 Autos hinter sich jetzt, ne? Also das muss, ja, das muss eine schon... Auto hatte ich, das war halt schon 10, 12 Jahre alt oder so. Und dann kam die Abwrackprämie, dann habe ich mir das zweite Auto geholt. Hab ich auch 2009, gemacht. Wer sich erinnert. Und der ist jetzt halt kaputt gegangen. Oh Mann, ey. Bei mir war das ein Fiat Punto, den habe ich schon mal im Opa für einen günstigen Preis bekommen damals. Ach, ich Trottel. Dann habe ich den ich auch Trottel! Abgefragt. Du Trottel. Hab den auch abgefragt. Oh, das war richtig dumm. Oh. Nein, auch kurz von dem Menschen. Ich hatte eine Hupe, hab die einfach so aus Spaß gezündet. 2 Sekunden später kam ein blauer Panzer, der hat mich getroffen. Ja. Ja. Dann ist Phoebe vorbeigefahren. Herzlichen Glückwunsch, Phoebe. Ja, das ist Dummheit. Aber deswegen sind wir auch die Gentle Idiots. Ah, oh. Nicht die Gentle Brains. Genau. Nicht die Gentle Brains, nein. Das ist unser Zweitkanal, den starten wir bald. Ja. Was hattest du für Autos, Zellos, noch so? Oder ich fand, dass du das mal fertig. Achso, ich dachte, du wärst schon fertig. Ja, nee, du hast mich dreimal unterbrochen. Ja, eben. Nee, das will ich nicht mehr sagen. Doch, sag Rikus. Jetzt bin ich eingeschnappt. Ich hatte einen Fiat Punto, dann habe ich den halt abgefragt, wie gesagt. Mhm. Und habe mir einen Opel Astra, wie heißt es damals noch, H gekauft? Keine Neun. Ahnung. Den habe ich dann 10 Jahre gefahren, dann habe ich gesagt, wenn irgendwann mal die Reifen runter sind, kaufe ich mir einen neuen. Und dann habe ich die Reifen, ich glaube, waren das 10 Jahre? 2008? 2017, es waren 9 Jahre. Mhm. Hab die Reifen wirklich komplett beide Seiten setzen bis runtergefahren. Klima kaputt, Bremsen runter. Ich hab nichts gemacht an dem Auto in der ganzen Zeit. Du hast sie quasi Schrott gefahren. Ja. Hab ich noch 3000 Euro dafür bekommen. Hab damals 12.000 bezahlt durch Abwrackprämie und so. Mhm. Hab quasi 9.000, quasi 1.000 Euro pro Jahr bezahlt für das Auto. Das ist gut. Und dann hab ich mir den neuen Astra Tendenz geholt. Als Leasingfahrzeug. Und das gebe ich jetzt dieses Jahr wieder ab. Okay. Magst du nicht mehr? Nee, es ist mir alles zu teuer, Autofahren. Ich werde verzichten. Ich werde mir demnächst eine Fährt auf Arbeit ein Fahrrad fahren. Weil es geht, mach das so. Im Winter werde ich mir vielleicht eine Buskarte kaufen. Und wenn ich wirklich mal ein Auto brauche, dann miete ich mir mal eins. Ich brauche kein Auto dauerhaft, das ist völliger Quatsch. Frage, geht's mit Einkaufen überhaupt dann so ohne Auto? Zu Fuß hingehen, ja. Na gut, wird's gerade was in der Nähe gibt. Ja. 300 Meter. Okay.
Das ist dann legitim, ja. Ich hätte Probleme damit, weil mein nächstes ist 2 Kilometer weg. Ich möchte nicht jedes Mal 4 Kilometer latschen. Vor ja. Was ist das? Achso, wenn hin und zurück macht Sinn. Geh weg, Zellos. Geh ja weg, du. Nee, ich möchte das mal am Barry vorbei. Jetzt ist es vorbei. Nee. Wir haben einer meiner Pilze geklaut. Ich. Ey, wenn wir allen nur an die Pilze geht, na, rast dich aus. Nein! Ich hab. Ja, okay, oh, wie kann man denn jeden Fahrfehler machen? Ja, weil du unfähig bist. Weil du unfähig bist. Weil du ein Stück Schlamm bist. Das ist gemein. So gemein. Ah ja, ich hab in Lancia Delta gefahren. Das war mein erstes Fahrzeug. Was und dann, ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Ja, was? Das ist ein Lancia Delta. Das ein was? Ja, richtig. Nee, wo kommt das her? Ich kenne es wirklich nicht. Lancia ist auch so italienische Marke, aber so relativ. Ach, dann war er ständig kaputt, richtig? Nicht kaputt, so. Aber das war ein 30 PS, also schnell fahren ging mit dem nicht. Arbeit fahren und das war's. 30 PS? Ja, 30 PS. Ist wieder Berge hochgekommen? Gerade 30? So, ja. Nee, es gibt so keine 30 PS Autos, oder? Ja, ich fahre jetzt inzwischen nur noch 50. Also das reicht ja eigentlich auch, wenn man nicht Autobahn reicht, fährt. Ja. Also ich fand damals die 90 bei meinem älteren Astra schon schrecklich. Ja, Berge. Ich fahr 50, da weißt du Bescheid, ne? Wenn ich Klima anmache, habe ich 30, effektiv. Das ist immer geil bei diesen schwachen Kisten, wenn du dann wirklich durch die Klima nicht mehr fahren kannst. Ja. Oh Mann, dann, ey, was ist denn hier los? Und dann habe ich den Lancia Delta irgendwann mal abgegeben, weil ich mir doch mal was Besseres anschauen wollte. Hab dann erstmal ein Schrottfahrzeug gebraucht bekommen. Okay. Ich weiß aber auch nicht mehr, was das war. Das war auch so. Fuck you, ey, ich werde wieder durchgereicht. Ach so ein Porsche-Tourenspiel. Ein kleiner Porsche, glaube ich, war das, aber ich weiß nicht mehr, was für ein Modell. Und dann habe ich den VW Polo von meinem Vater gehabt. Nicht schlecht. Und der hat jetzt stattliche 16, 17 Jahre. Ich muss nochmal gucken, aber ich glaube 17. Wow. Insgesamt, was? Und der fährt immer noch wie eine 1. Ist das ein Diesel oder ein normaler Benziner? Nee, ein Benziner. Okay. Ohne. Weil Diesel halten, glaube ich, länger, meine ich. Diesel, ja. Wenn ich Diesel hätte, dann hätte ich auch ein bisschen mehr Power unterm Hintern, aber mit 50 PS Benziner merkst du halt, weißt du halt, viel geht da nicht. Und beleidigen dich Kinder schon, weil du die Umwelt kaputt machst? Absolut, nee, Quatsch. Nein, machen sie aber nicht. Wenn das Auto ausreicht und fährt, warum solltest du dir ein neues kaufen? Eben. Gut, der Verbrauch ist wahrscheinlich höher als beim Neuwagen, aber du müsstest so oft tanken, bis sich das dann rentiert. Müsst vielleicht alle 2 Wochen mal tanken. Ich habe 40 Liter. Tank, also von dem her ist relativ entspannt. Ja, ich glaube aber auch, also, dass das so ein Umdenken in der deutschen Gesellschaft so langsam ist. Früher, vor so 20 Jahren, war das undenkbar, dass die Leute oder Leute so denken wie wir, die heutzutage denken, weil da war das Auto von den Deutschen so das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Ja, das war das Gesicht nach außen, fast schon. Also, ja. Wir werden schon Corona-Partys angedroht im Chat hier. Ja gut, du hast ja auch noch einen stattlichen Bart. Hallo, da kommt doch dazu, Rikus. Ja. Ja, den hab ich nicht. Okay, aber du musst ja wettmachen, ne? Ja, eben. Da musst du dann die Karre herhalten, aber. So nee, aber das ist ja heutzutage irgendwie gar nicht mehr so, wenn man jetzt so. Nee, gar nicht. Junge Erwachsene fragt oder so, dann ist ja das Auto scheißegal. Ja gut, es kommt drauf an, wen du fragst. Ich hab da auch ein paar Kollegen, die fahren da ihren hochmodernen BMW. So ist nicht, also. BMW, aber. Irgendwelche Audis, Opel oder wie auch immer. Ja. Hauptsache. Fett motorisiert. Die sind irgendwo noch bei den 2000ern hängen geblieben, so im Kopf. Aber ja, gut, mein Gott, sollen sie machen. Nee. Ja, Klimaschutz geht alles an. Nee, also das. Außer Zellos. Was wird das? Nee, also die sollen. Wie ist das eigentlich als Vampir Zellos? Was macht man da gegen den Klimaschutz? Sich selbst einsperren, das kommt gerade mit Corona richtig gut gerade. Stimmt, übrigens. Das passt. Vampire das sind passt. Eigentlich ich ganz gut Corona-resistent. Ja, ich mache hier einfach hier alle Schotten dicht und dann. Ganzen Tag, während alle anderen rumjammern, schon wieder 50 Leute gestorben. Ich so, haha, ihr Narren. So ist der Zellos. Ja, und ich steig morgens auch aus dem Bett aus, wie aus so einem Sarg. Ich wollte gerade sagen, aus dem Sarg doch, oder nicht? Ja. Kippst du einfach so nach oben? Ja, ich kipp einfach so nach oben. 90 Grad. Ah, Zellos, eine Frage habe ich noch, wenn du ein Vampir bist. Ja? Wie machst du das morgens mit der Morgensroutine? Weil du kannst dich ja nicht im Spiegelbild sehen. Nee. Wie geht das? Wie macht man er muss sich schon oder? Oben bis unten mit Rasierschaum einschmieren. Ach so. Genau. Ich muss blind rasieren, deshalb sieht es auch manchmal so komisch aus, aber. Ich muss mir quasi. Ich gehe zum Bad, ich mache die Augen zu und dann hoffe ich einfach. Er nimmt quasi ein Schaumbad. Genau. Und ich gucke mir nicht an, wie das aussieht. Ich lass mir. Das ist random. Du schreit dann: Random Frisur! Schreit er morgens. Yeah.
Aber ganz laut in den, ins Gebäude, in die Etage. Die ganze Stadt hört das. Random Frisur. Ja. Ne, und mache ich einfach die Augen zu und käme ein bisschen rum, fühle mal ein bisschen da, okay, sitzt schon wieder nicht, passt. Dann hält der Zellos sich eher an so Corona-Vorschriften als der Chat hier jetzt gerade. Außerdem, du trägst ja auch eine Brille, ne? Die Brille siehst du ja, also das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Ja, das ist das Einzigste, ja. Und wenn ich die Brille weit weg genug von mir halte, dann kann ich mich leicht selber sehen, aber das ist immer noch kein Spiegel so. Von dem her, das geht noch. Weil das du ja durch zweimal Glas guckst, ne? Das hebt sich ja auf, das kürzt sich ja weg quasi. Genau. Oh Mann. Was ist das? Einfache Vampir-Algebra. Der Chat fühlt sich, glaube ich, gerade nicht wahrgenommen, aber ganz ehrlich, wenn ihr auch nur Mist schreibt, da können wir auch nicht drauf eingehen. Ja, schreibt was Ordentliches, dann lese ich es auch. Okay, ich möchte mal ganz kurz die Partei ergreifen. Ne? Wir reden hier den größten Müll, den man sich vorstellen kann. Das ist doch schön. Und du beschwerst dich, dass der Chat Scheiße schreibt. Eben. Okay, touché. 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 Narbenzock aus dem Chat hat mir gegrüßt. Das ist wenigstens Okay, da hat Rikos wirklich einen Punkt. Ja, wir machen das ja aus Unterhaltungszwecken. Ja, die wollen mitmachen. Wir versuchen, sich auf unser Niveau herabzulassen. Ja, genau. Okay, wenn ihr das vorhabt, könnt ihr das gerne machen. Nee, das ist empörend. Das ist empörend. Barry, ich glaube, wir müssen dich echt mal verprügeln. Hey, so geht das nicht weiter mit dir. Ja. Wir machen demnächst so ein Flashmob vor Barrys Haus und dann verprügeln wir ihn. Wir tanzen erst so, ne? Und dann geht's in die Fresse. Muss ich mittanzen, wenn ihr mich verprügelt, oder? Nee, du kannst das, ist dir egal. Ah, oh, Glück gehabt. Boah, ich dachte schon, du musst mehr mittanzen. Oder weniger prügeln. Nee, du musst nicht mittanzen. Nee, nee. Wenn du nicht mittanzt, gibt's mehr Prügel. Wenn du scheiße mittanzt, gibt's noch mehr Prügel. Ja, so funktioniert das, ja. Wenn ich nicht tanzen muss, dann könnt ihr mich ruhig verprügeln, das ist okay. Und wer dir die Nase bricht, der kriegt von mir ein Bier ausgegeben. Sehr schön. Macht ihr dann wie bei Darts oder Punktzahl auf meinen Körper so? Nö, ja. wir tun dich einfach an ein Dartbrett ankleben. Nee, wir werfen dir einfach eine Dartscheibe an den Kopf. Ja, genau. Könnt ihr auch gerne machen. Frisbee! Ja, das wird schon lustig, mach dir mal keine Sorgen. Ja, ja. Ja, was hab ich davon? Ja. Nix. Okay, Prellungen, Blutergüsse. Ach, scheiße. Ja. Das Übliche halt, ne? Ja. 9 von 10 Leuten finden Bobby gut. Ja, eben. Ist okay. Ich muss mich ja dann auch nach der Mehrheit richten. Das ist okay. Ja, eben. Ja, eben. Demokratie und so. Preisgruppenzwang. Werd heute verprügeln, ja. Wenn ihr drauf steht. Wenn ihr alle Bock drauf habt. Ja, gut. Dann macht halt mal. Komm. Will jetzt nicht das Spielverderber sein. Ach, komm. Soll ich mich nicht überholen? Ich will aber mal noch kurz. Das ist einfach nur Spaß. Wenn du nicht ständig vor mich hinrennen würdest, würde ich den Rund zu Barry schießen. Weil ich bin jedes Mal lebendiges Schild. Ihr könnt euch ruhig behindern. Ich finde, nach diesen ersten beiden beschissenen Rennen noch zu gewinnen, ist ziemlich genugtuend. Also, das ist. Ach so. Auch du nicht. Wie heißt sie? Ja, Phoebe? Ja, sie? Das ist ein Mädchen? Wissen wir nicht. Haben die aufgepasst? Weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt gerade auch nicht. Ich könnte was Gemeines sagen, aber ich lasse es. Ach so. Darf ich die Sexismuskeule schwingen? Natürlich darfst du die Sexismuskeule schwingen. Ja, okay. Selbstverständlich. Da er einen Führerschein hat, wird es wohl ein Mann sein. Boah, Sexist, verprügelt ihn! Verprügelt ihn, ey. Nein, das meine ich natürlich nicht ernst, aber. Fan-Treffen bei Barry, Fan verprügeln. Oh Gott, nenne ich Barry, macht sich unbeliebt, glaube ich. Ja. Barry wird verprügelt, nennst du den Part. Ja, oder so. Na gut, wir beenden dieses niveaulose Geblabber und fangen mit weiterem Geblabber. Nee, zweiter. Wow. Das sagt man nicht, das sagt man. Nein, das war ja nicht ernst gemeint, ich denke, das kam gut rüber. Sehr schön. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Exist.